hallo zu dieser kleinen Zwischenfolge von Mitgespielt, der King of Shreds and Patches. Ich will hier einfach nur auf den Stand kommen, den ich mit meiner letzten Episode eigentlich erreichen wollte, nämlich, dass ich John Crofts Haus verlassen habe. Ich habe das Ganze hier gerade schon mal aufgenommen, leider ist mir die Aufnahme dann aber kaputt gegangen. Tja, neuer Anlauf. Ich erzähle aber mal eben, was ich zwischen meinen Spielsitzungen gemacht habe. Und zwar habe ich mir zwischenzeitlich die erste Episode von Stay Forever spielt, hier zu diesem Spiel vollständig angehört und habe festgestellt, dass Christian und Gunnar hier tatsächlich auch den Schlüssel von John Croft, also von seinem Leichnam, bekommen haben. Was mich so ein bisschen vor ein großes Rätsel gestellt hat, weil ich habe ja diesen Leichnam auch untersucht. Und dann hat man mir aber auch noch den Tipp gegeben, das mal nicht mit Examen zu versuchen, sondern einfach mal Search zu verwenden. Dass das hier eine etwas genauere Suche vornehmen würde. Wobei ich eigentlich immer dachte, Examen wäre schon ein genaues Untersuchen. Aber okay, das zeige ich euch jetzt einfach aber auch mal im Spiel. Ich lade hier gerade mal meinen Spielstand. Ich bin hier also in John Crofts Bedroom. Hab nach wie vor mein Seil, meine Kerze, das Knife, also das Messer, meinen Gehstock, den Schlüssel, und zwar zur Druckerei, 5 Pennies und die 5 unterschiedlichen Lesematerialien, die ja aus mehreren Seiten bestehen. So, und wenn ich jetzt sage, Examine Corpse, kriege ich die Beschreibung, Croft Corpse lies in a hideous heap on the floor. Perhaps because of the cold, significant decay has not yet set in. But it nevertheless seems that Croft has been dead for at least a day or two. Nichts von Schlüssel, sage ich aber. Search Corpse. Kriege ich die Meldung. You gingerly pat down the corpse, turning up only a brass key and a crumpled handwritten journal page, both which you take. You add the loose page to your collection, looking it over as you do so. Also, ich bekomme hier tatsächlich einen Schlüssel und nochmal eine Seite. Damit habe ich jetzt von John Crofts Tagebuch die Seiten 1 bis 11 durchgehend. Das war nämlich hier die letzte fehlende Seite, Seite Nummer 4. Page 4. 12th November, year of our Lord, 1602. Our child grows in stature with each passing day. Will is an inspiration, as is dear dad Christopher. Much thought it may pain me to remember. I believe I have learned as much from Will in one short week as I had learned in all my previous years. We have completed the first scenes, although I must confess that Kit has the structure completed for the most part. We are now proceeding with the most difficult task, creating from nothingness. It must be worthy the standards Kiss had set for us. Will is due to meet me at a mermaid tomorrow evening. I'm looking forward to our meeting. Until then, I shall busy myself with collecting the diverse pieces of scenes 4 and 5 of the first act that are extant. Croft sieht das Kind, also dieses geistige Kind, wachsen mit jedem Tag, der vergeht. Er ist der Meinung, Will sei eine große Inspiration, so wie es Christopher Marlowe früher mal war, auch wenn die Erinnerung an Marlowe ihn doch sehr schmerzt. Er glaubt, er hat in dieser einen Woche von Shakespeare so viel gelernt wie in den Jahren zuvor. Sie haben wohl die erste Szene abgeschlossen oder die ersten Szenen abgeschlossen, aber er muss sich eingestehen, dass Kit Marlowe, Kit habe ich übrigens zwischenzeitlich recherchiert, ist tatsächlich der Spitzname von Christopher Marlowe. Und dieser hat natürlich schon die komplette Struktur vorgegeben. So, und sie machen nun weiter mit der entsprechend schwierigen Aufgabe, etwas aus dem Nichts heraus zu erschaffen. Croft ist der Meinung, das muss natürlich unbedingt den Standards, die Marlowe hier vorgegeben hat, wert sein. Shakespeare will sich entsprechend dazu am kommenden Tag auch mit ihm im Mermaid Inn treffen. Und er ist schon ganz aufgeregt. Er strebt oder fiebert diesem Treffen natürlich auch schon wieder entgegen. Aber bis dahin will er sich noch selbst damit beschäftigen, all die unterschiedlichen Stücke, die es schon aus Szene 4 und 5 gibt, zusammenzutragen, so dass der erste Akt sich weiterentwickelt. Wenn ich jetzt Think eingebe, sagt mir auch das Spiel, ja, ich habe nichts mehr in John Crofts Haus zu tun. Ich habe nur noch die weiteren Aufgaben. Ich soll einmal das Mermaid Inn besuchen. Vielleicht erfahre ich dort ja was. Ich soll natürlich auch mal Shakespeare in seiner Wohnung oder in seiner Bleibe in der Silver and Monksville Street. Das muss irgendwo so an der Ecke sein. Also den soll ich besuchen. Vielleicht kann der uns ja noch irgendwo was
Interessantes erzählen. Und wenn ich schon im Mermaid Inn bin, dann soll ich doch mal auch nach diesem Komponisten, diesem David Moore, Ausschau halten. Vielleicht bekomme ich da noch weitere Informationen. Damit habe ich jetzt entsprechend alles im Schlafzimmer von Croft erledigt, kann die Treppe runtergehen. Wie ich beim letzten Mal ja schon erfahren habe, gibt es da nichts weiteres zu tun. Also gehe ich nach Norden, dort, wo die Straße ist. You unlock Croft's front door, you open Croft's front door. Endlich. Stoney Street. Many houses have been constructed in this bustling bohemian district of London in recent years in a confusing jumble of bricks, wood and plaster. John Croft's utterly unremarkable abode sits on the southern side of the street, which runs east towards London Bridge and west towards the Bankside Theatre District. A tiny alley runs around Croft's house to the southeast. Also die Beschreibung, die wir auch aus der Sitzung zuvor schon kennengelernt haben. The relatively fresh air and fading evening light that pour through the doorway are decidedly welcome after the den of horrors that is Croft's house. You feel shaken and very, very tired and want nothing in the world more than the safety of your home and your bed. Ja, das ist so ein kleiner Seitenhieb auf die Londoner Luftwäsche bezogen zu jener Zeit, denn man ist froh über die relativ frische Luft und heißt auch das fahle, schwindende Abendlicht, das noch so durch die Doorway schimmert, wobei mir nicht ganz klar ist, was mit Doorway gemeint ist. So, nachdem er all diesen Schrecken in Crofts Haus hinter sich gelassen hat. Ja, man fühlt sich zittrig und sehr, sehr müde und will jetzt eigentlich nichts mehr auf der Welt, außer in die Sicherheit des eigenen Heims und des eigenen Betts zu kommen. Ins Bett liegen, die Decke über den Kopf ziehen. Das kann ich mir gut vorstellen, nachdem er so eine Leiche hängend gefunden hat. Okay, das ist der Stand für diese kleine abschließende Zwischenepisode. Mit der nächsten Aufgabe mache ich dann in der nächsten Episode weiter. Da mache ich mich dann auf den Weg zum Mermaid Inn und gucke mir dann auch mal an, was William Shakespeare vielleicht so zu erzählen hat. Das soll es aber für dieses Mal gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Episode. Bis dann.